Jetzt ist er wohl wütend. Konzentration, wir erledigen ihn. Er ist sauer. Ja. Das machen wir. Ja, das ist nie uns schon. Den kann er einfach mal machen. Du! Scheinbar da! Tja, ne? Ja, da stand da unten rum. Ich hab das Event halt angesehen. Ah, wäre ich so ein Dino, würde ich auch ganz gut kann. Komm, bitte. Ah! Oh! Nicht verbuggt ist, sondern was so seinen Sinn hat. Nähert euch schneller! Schneller! Des Helis. Immer da, wo es Ärger gibt, was, Leon? Und immer einen Schritt zu spät. Bringen jede Menge Unglück mit sich, Simmons. Ich sorge dafür, dass das ein Ende hat. Vielleicht kann ich das nicht mehr schaffen. Für heute haben wir Tode genug gesehen. Ey, da sieht überall ein bisschen aus. Nein, das ist leider einer vom Hound Wolf Squad, der kann nichts. Und wieder verliert größere Menge Leute.
Ja, ja, das ist mein Ding. Letzte Mal. Ich glaube ja. So. Beseitigen wir den Rest von Simmons Chaos. Oder sie redet von sich selbst in Plural. Noch so eine silberne Kiste, die ich nicht aufmachen kann. Spray Sleep. Kommt immer drauf an, was es sonst gibt. Da hinten, ja. Okay, letzter Punkt auf der Liste. Hinweise auf den Raub meiner Identität. Vor allem dieser Häuserschlucht, ey. Sie wäre bestimmt gern Spider-Man. Klein zu kriegen. Ja. Nun ja. Das haben wir gemeinsam. Ja. Perfekt. Ich bin da! Hank Ex Machina. Hat das nicht gereicht? Du stehst echt auf Schmerzen. Der Spuck. Elder! Willkommen zurück! Ich meine, mich zu erinnern, dass ich hier keine Munition mehr hatte beim letzten Mal. Füreinander bestimmt. Hast du Heilung? Ich bin zärtlich. Du bist mein. Alles an dir gehört mir.
Wenn dann nur die. Kannst du mich nicht leben? Oder so. Das für die Wirbelsäule so gut ist, da immer so rumzuwirbeln. Ich weiß nicht. Nur, dass das klar ist. Das Einzige, was ich mit dir gemeinsam habe, ist der Hass auf dich. Ich weiß das zu schätzen. Ich bin schon groß. Ich schaffe das allein. Sehr gut. Hau ihm aufs Maul! Du bist mein Meister, meine wunderbare Schöpfung. Du sollst bei mir sein. Komm zu mir, Elda. Komm zu mir, Elda. Sehr gut. Als. Hat nichts bedeutet. Grenzlos werden. Ja, ne? Immer müssen wir alles machen. Wenn die Zombies bleiben. Ada! Was ein Penner. Helena, ich brauche Deckung. Helena. Leon! Ada, hören Sie mich? So darf es nicht enden. Hallo, Herr Donner. Ich werde dir was helfen. Komm mit mir, Liebling. Wir bleiben für immer. Ich bin oben bei Simon. Aber nicht mit mir. Na los, aufwachen. Wenn Sie wirklich Ada sind, stehen Sie das durch. Wir beide schaffen das. Ich habe nur die Augen entspannt. Einschlafen bei der Arbeit? Könnt ihr aufhören, da immer so Smalltalk zu machen? Falls Sie es nicht bemerkt haben, Simmons mag keine Zurückweisung. Gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Nichts von Belang. Wieder
man kann sich jetzt mal ansehen, wie man das eigentlich so macht. Der lacht auf jeden Fall. Leon! Wollen Sie leben? Dann betteln Sie um Ihr Leben. Ich passe. Man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Nein! Nein! Machen wir Schluss. Man muss immer nach vorn blicken, Simmons. Ab in den Schicksalsberg. Ab in den Schicksalsberg. Für Frodo. So süß. Alles etwas verwirrend für dich, was, Leon? Amüsant, dich so zu sehen. Deswegen reißt sie ihm auch immer hinterher. Also, hier hat Carla ihre Experimente durchgeführt. Aber das ist ja bei diesen Fandoms meistens sehr extrem, ne? Wieder ein Misserfolg. Bringt mir eine andere Testperson. Was glaubt ihr, warum wir dieses Labor hier errichtet haben? Geht nach draußen. Da stehen tausende Testpersonen zur Auswahl. Sagt Simmons, wir sind beschäftigt. Ich stehe kurz vor der Lösung. Vor allem flüssige Audioaufnahme, aber nur Standbilder. Verweigert ihr meine Befehle? Internetverbindung. Du warst es, der mich als Testperson gewählt hat, oder? Nein, 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 es war Simmons. Er hat mich gezwungen. Tun Sie das nicht. Ob du es glaubst oder nicht, das sagte ich auch. Ich hab's endlich geschafft. Das wird mein größtes Werk. Nein, das ist ganz theatralisch. Mitleid ist ihr Fehl am Platz. Ein Ende, ein für alle Mal. Das schwimmt da. Halt auch so ein bisschen, die ganze Zeit hat sie so gar keine Emotionen, aber jetzt. Ich
Ja. Ein Auftrag? Wow. Klar, bin gerade frei geworden. Stimmt. War da nicht irgendeine Szene, wo man in Leons Armen endet? Bin gerade verwirrt. Nee, es gab irgendeine Endsequenz, das weiß ich noch. Bin gerade sehr verwirrt. Ja, es gab irgendeine Sequenz, ob die hier am Ende ist, weil wir haben das in meiner Aufnahme gehabt und da haben wir auch noch drüber geredet. Achso, ach, da wurde... Ach, dann wurde mir das noch nicht angezeigt. Na gut. Na toll. We did it. Ja. Kann man spielen. Ja, schon. Ja, es hat viele gute Sachen, aber es hat auch viel, was halt Capcom typisch Blödsinn ist, ne? Schon, also das macht halt Spaß. Also es ist schon eines der besseren. Naja. Das macht schon Spaß. Nee. Ja. Es gibt schon sehr viele nervige Szenen, gerade mit Usternack und weil du es halt immer wieder machen musst. Immer wieder das Gleiche. In jeder, also da hätten sie es ein bisschen. Ada halt. Und ich finde halt viele gute neue Charaktere, die aber halt dann leider gekillt werden oder einfach nie wieder auftauchen. Das ist auch das Einzige, was mich tröstet, dass ich Resi 5 tatsächlich nochmal spielen muss. naja, das wird schlimm. Das wird sehr schlimm. Aber vielleicht erheitert das dann zwischendurch die Stimmung wenigstens. Zur Not müssen wir durchwechseln. Das mit den Stacheln. Ja, genau. Die sind auch schon schlimm genug. Ja, das ist doch der Klassiker. Ihr habt jetzt die Story von Resi 6 gesehen und jetzt braucht ihr natürlich die Vorgeschichte, warum Chris da gelandet ist, wo er hier war. Das macht man doch immer so.
Er hat schon immer einen Dachschaden. Ja. Ist nicht gesund für die Psyche. Ja. Jetzt habe ich keine Angst mehr davor, denn wir wissen, dass es funktioniert. Er hat funktioniert, ja. Wir schaffen das. Einfach weil wir uns gerne selbst verletzen. Und muss es abschneiden auf YouTube. Ich glaube, es kommt nochmal die von Jake, oder? Nee, ich hatte das gedacht, was man aber nur aus der Sicht von Ada hat. Ja. Ich kann es überspringen. Warte. Boah, 52 gegen 34, Alter. Ich weiß auch nicht mehr, wann ich gestorben bin. Ah, ja, das stimmt. Na gut.